Leisure Suit Larry Reloaded. Ja, hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ein Spiel, was mir mal einen Kumpel ans Herz gelegt hat. Wir hatten mal so das Gespräch über Spiele und hat er ein lustiges Spiel von dem Leisure Suit Larry erwähnt, welches jetzt schon mittlerweile ein älteres Spiel ist, nämlich das Original kam 1987 schon raus und das hier ist Reloaded, sozusagen das HD Remake, und das ist noch relativ frisch, noch nicht allzu alt und halt wirklich das Remake von dem Originalspiel von 1987. Da gab es insgesamt mehrere Teile, ich glaube 6 oder 7 Teile, wenn ich mich nicht irre, beziehungsweise einer wurde ausgelassen. Und ja, das ist auf jeden Fall der Originalteil und es geht darum, dass wir den guten Larry spielen, ein Typ, der, ich sage mal, kleidungstechnisch und so weiter im 80er-Jahres-Stil hängen geblieben ist und der natürlich seine Traumfrau finden möchte, der versucht mit seinen altmodischen Ansichten, sage ich mal, in seinem Kleidungsstil, versucht er eben da die Frauen rumzukriegen, der olle Lustmolch sozusagen. Und ja, ich fand das Spielprinzip ganz interessant und ich dachte mir, das musst du mal spielen, also besorgt das Spiel und jetzt wünsche ich viel Spaß bei Leisure Suit Larry Reloaded. Wir gehen auf Neu. Warnung, einige Elemente der Handlung von Leisure Suit Larry Reloaded sind nicht für Kinder geeignet. Habt ihr es gehört, Kinder? Also bitte ausschalten. Wenn ihr unter 18 seid, bitte ausschalten. Jawohl, haben wir gelesen. Wo kann ich unterzeichnen? Oder muss ich einfach klicken? Einfach klicken. Bitte nicht lügen. Also wie alt bist du eigentlich? Unter 18, 16 bis 18. Ich bin zwischen 19 bis 39 Jahre. Palm, approved. Altersfreigabetest. Aber sicher doch. So einfach, wenn das halt gehen wird, ne? Cool, somit haben wir unser Alter bestätigt. Das ist vollkommen kontrolliert. Ja, bei mir entspricht ja sogar der Wahrheit. Ich weiß zwar nicht, ob ich da für euch spreche den größten Teil. Würde mich aber an dieser Stelle interessieren, wie alt seid ihr eigentlich? Würde mich interessieren, was für einen Altersdurchschnitt habe ich so bei meinen Abonnenten. Das kann ich zwar in meiner YouTube-Statistik sehen, aber ich weiß halt nicht, wie 100% aussagekräftig diese ist. Deswegen wäre ganz cool, wenn ihr mal euer Alter darunter schreibt. Keine Sorge, ich banne euch nicht dann vom Kanal oder sowas, wenn ihr zu jung seid. So, Altersfreigabetest. Um dein Alter zu bestätigen, musst du nur diese 5 Fragen richtig beantworten. Oh, jetzt kommt's. Welcher der folgenden Begriffe hat etwas mit dem Bau und nicht mit dem Kochen zu tun? Chiffonat, Bisoffit, achso, A, Chiffonat, Soffit, Gratin oder Crouté? Hat etwas mit dem Bau und nicht mit dem Kochen zu tun? Soffit, Chiffonat? Würde ich jetzt mal sagen, oder? Gratin ist doch was mit Crouté, Soffit sagt mir jetzt nichts. Chiffonat, oder? Falsch, verdammt. Versager, hoppla, da hast du mal daneben gelegen. Wenn du noch eine falsch beantwortest, kannst du unmöglich alt genug für dieses Spiel. Ey, wo soll ich denn das wissen? Macht müde Männer munter. Bier, Korn, Sex, Milch. Bier? Was? What the fuck? Du bist ja noch ein Kind, schäm dich, dass du versuchst, ein freundliches kleines Computerspiel wie dieses hier zu bescheißen. Komm wieder, wenn du älter oder weiser geworden bist. Was? LOL. Machen wir nochmal. Einige, ja, bla bla bla, 1939. Wir versuchen das mal ehrlich zu machen. Aber sicher doch. Und dein Alter, so. Xander, Willow und Oz waren alle Figuren bei... Was? Xander, Willow und Oz. Voll daneben, voll im Leben. Wo soll ich das wissen? Ich hab das nicht gesehen. Buffy im Band der Dämonen? Mach mal A. Fall! Verdammt! Hoppla! Welche dieser 4 Personen ist kein Scientologe? Nancy, Bart Simpson, Cartwright? Scientologe? Hey, wollen die mich verarschen? Wie kann ich denn jetzt schnellstmöglich das Spiel hier spielen? Die Fragen sind doch viel zu schwer. Wie will man das rauskriegen? Bitte nicht lügen.
Also wenn ich jetzt sage unter 15? Okay, komme ich gleich zurück. Aha. Also wenn ich sage über 100? Lol. Von wegen. Okay. 90 bis 39, zack, ist approved. 66 bis 99 sicherlich auch nicht. Wofür braucht man eine Batterie? Für ein Jabberwock? Für ein Jabberwock? Kesselflicker? Midichlorianer? Was? Tamagotchi natürlich. Unter welcher Bezeichnung war die Concorde auch bekannt? Ah, die Concorde war doch ein... War doch ein Flugzeug, oder? Anwesen von Franklin Shinkansen SST? Pferd vom... Nee, SST wahrscheinlich. Jawoll. Komodowarane sind Monster aus dem Märchen. Echt geflügelt? Komodowarane? Das ist ein Komodowaran. Monster aus dem Märchen. Wahrscheinlich. Nein! Verdammt. Hoppla, da hast du mal daneben. Okay. Wer trat bei den Wahlen zum US-Präsidenten 2000 gegen George Washington Bush an? Oh Gott. Hillary Clinton? John Kerry? Oh Gott, ich bin nicht so... Einer von den beiden hier, ich weiß es nicht genau. John Kerry? Hillary Clinton? Nee, John Kerry, oder? Nein, verdammt! Ach, ich bin so dumm. Mann, ich komme nicht mal durch den Alterstest hier. 9 bis 39, komm jetzt. Aber sicher doch, um dein Alter, blablabla. Ansonsten schneide ich hier was raus. Wodurch hat sich Roberta Williams als Designer einen Namen gemacht? Woher soll ich das denn wissen? Designerin. Roberta Williams. Computerspiele? Okay. Theodor Geisel ist auch bekannt als... Theodor Geisel, Dr. Seuss? Theodor Seid, Dr. Demento, Octopus? Nee. Stranglove? Demento? Nee, verdammt! Wie wurden French Fries Anfang der 2000 für kurze Zeit in den USA genannt? Freedom Fries, Salem Spots, Idaho Missiles, Potatoes of Mass Destruction. What? Freedom Fries? Okay. Welche Frisur stammt aus einer TV-Serie? Cäsar Vokuhila. Rage Bob wahrscheinlich, oder? Nein, verdammt. Doch, ich weiß. Das ist doch... Ey, wollen die mich schon mit diesem Spiel hier in den Wahnsinn treiben? Hier gibt's doch bestimmt irgendwie... ...ein Ding, womit man X5... Box 6, X5, J was weird, here, errors. Kann man nicht irgendwie überspringen? Um dann also zu bestätigen, wer ist schlauer als der durchschnittliche Bär? Von Winnie. Ist der durchschnittliche Bär. Schlauer als der durchschnittliche, Winnie Pooh, oder? Winnie. Nein, verdammt, ach. Rudy Gillian war mal Bürgermeister von New York City. Gründe, was weiß ich hier? Tja, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach noch einmal. So. 19 bis 39. Hatten wir ja. Um dein Alter zu bestätigen, welches dieses Spiel erschien zuerst? Space Invaders, Donkey Kong, Pong oder Pac-Man? Pac-Man natürlich. Was? Echt nicht? Der Weihnachtsmann ist Opa, Papa, Onkel Klaus, nicht echt. Nicht echt? Okay. Welches Casino in Las Vegas hieß oder heißt wie eine Wüste? Sahara Negev, Mojave, Gobi? Sahara Negev, Mojave, welches Casino? Mojave vielleicht? Verdammt, falsch geraten. Ach, Leute, die Fragen bei Leisure Suit Larry, der Altersfrage, sind gar nicht einfach, aber ich glaube, es gibt einen Trick, wie man das Ganze überspringen kann. Das probiere ich mal aus. Und zwar, zack, bei der ersten Frage müssen wir das eingeben. Aber sicher doch, um dann also 5 Fragen, zack. Das war geschummelt. Hahaha. So, jetzt können wir weitermachen. Was das Geheimnis ist, einfach bei der ersten Frage Steuerung Alt und X eingeben. Damit kann man die Altersfreigabe überspringen. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, hier die 100.000 Fragen, die ich eh nicht immer alle weiß, zu beantworten. Deswegen geschummelt.
Ach komm schon, okay, weil du es bist. Aber nur dieses eine Mal dürfen wir spielen. Bestanden. Your name is Larry. Larry Laffer. You've arrived in beautiful Lost Wages without luggage. The airline lost it. Without a hotel reservation, you forgot to get one. And without a clue. You've never had one. You exit the cab. The hot, dry air of Lost Wages hits you in the face like a hard slap. A feeling not wholly unfamiliar to you. After your cab ride, you may... And still upward... Still untouched by human hands. Look out, ladies. I'm finding love tonight. So, da werden wir... Nobody has dropped any change on the sidewalk. If you want money, you'll either have to sell yourself for sex or gamble. So, let's get gambling. Let's get gambling. Oder wir müssen uns eben für Sex verkaufen, aber ich weiß nicht, ob das so... Nobody has dropped any change on the sidewalk. If you want money, you'll either have to sell yourself for sex or gamble. So, let's get gambling. Also, ich wäre eher für das Erstere. So, gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier rein. Lefty's door is stout and thick, just like you. Kommen wir denn jetzt dann hin hier? Ah, was ist denn das? Die Menüleiste. Wenn jetzt hier noch wenigstens stehen würde, was mit... Achso, da können wir uns anschauen. Da können wir laufen. Ah. Guck mal einer an. Ach. A sense of foreboding washes over your heart. Verdammt. Larry, didn't your mother ever warn you about going into dark alleys? Autsch. Oh mein Gott. Au, 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 au. Leffer, ich bin. Autsch, das war wohl Einsatz mit X, das war wohl. Oh, was ist denn oben? You're alone down here, while somebody up there is probably having fun. But true love is undoubtedly just around the corner. Or so you've been telling yourself every 5 minutes for the last 30 years. Tja, da oben hat jemand Spaß und wir haben keinen Spaß. Das ist ja mal blöd. Ich möchte mal kurz... Ach, das funktioniert nicht. Da sind Einstellungen. Was gibt es denn hier an Einstellungen eigentlich? Optionen, Musik an? Nur Sprachausgabe, Lautstärke. Das passt eigentlich. Fortfahren. Das Spiel ist komplett in Englisch. Also müssen wir uns ein bisschen da bemühen. Was haben wir denn hier? Lipsterine. Das ist eine Dose Lipsterine-Mundspray von industrieller Stärke. Aha. In deiner Brieftasche sind einige zerknickte Visitenkarten, jede Menge Scheine, einige Kreditkarten, die in diesem Spiel nicht funktionieren und $94 in bar. Cool. Okay. Kann man hier aber nicht bei der Steuerung irgendwie noch sagen, Untertitel oder sowas? Nur Sprachausgabe und Untertitel, Dialoge automatisch fortsetzen an. Nur Untertitel, nur Sprache. Ja, dann machen wir das doch so. Da könnt ihr nämlich ein bisschen auch was lesen. Funktioniert das denn jetzt? Lost Wages has been painting their garbage cans green to make them look like bushes. Wow, die sind ja schlau. So, können wir eigentlich hier hinterlaufen oder müssen wir jetzt ins Casino reingehen? Ah, wir können nach rechts. Hoffentlich ist hier nicht auch eine dunkle Gasse. Oh, okay. So. This is either your typical industrial dumpster or a repurposed photomat. Das könnte sein, ein Passbildautomat sieht funktioniert gut aus. You rummage around in the dumpster, but you don't see anything valuable aside from some cocktail shrimp that might still be edible. That's good shrimp. Haben wir die jetzt in unserem Inventar oder was? Nee, verdammt, schade. Keine Cocktail Shrimps. Der kann lecken oder ist das Sprechen? Now. Where have I smelled that aroma before? Oh, right. They usually call it 11 herbs and spices. Ah, verstehe. Das ist bestimmt eine Unterhaltung führen mit dem Müllcontainer. Könnte interessant werden. Anyone in there? No? Good.
You poke through the garbage cans looking for anything that could help you get the girls. Look! It's a can of the same breath spray I use. And it's full! Why would anyone throw out a full container of breath spray? Doesn't make sense. You throw out your existing half-empty can and replace it with the full one from the garbage. Cause hey, free breath spray. Okay. If you want to see anything in that window, you'll have to find a different vantage point. Okay, das macht Sinn. Können wir eigentlich die Flaschen da aufsammeln? Yep, feels like your classic sidewalk end. Verdammt, ich glaube nicht. Dann gehen wir mal wieder da rum, zur anderen Seite. Und wir marschieren jetzt... Och, ne Mieze streicheln. You try to take the street, but it seems firmly attached to the Native American burial ground upon which it was constructed. I don't like the sound of that. Ich wollte die Mieze streicheln. Verdammt. Na gut, gehen wir mal ins Casino rein. Oder Luffy ist die Bar. Das ist ja kein Casino, das ist eine Bar. Oh. Oh. Wen haben wir denn hier alles? Na, interessant, interessant, interessant. Mal anschauen. Oh, gucken wir uns mal die an. Oh. What's a hot babe like that doing in a miserable, smelly, broken down joint like this? Hey, Bub, just keep that kind of narration to yourself. Oder der Sprecher verarscht. The one with the bottomless gut is Michael Hirschman. He's been coming to Lefty's for years, bending the elbow and running up a classically huge bar tab. He just paid it back, which is partly the reason Lefty's is open tonight. Yeah? What's up? I was just looking for women. Well, you're looking in the wrong place. It's pretty much a sausage fest here. I mean, I'm pretty, but not that pretty, if you know what I mean. I sure do. No, you don't. Nein, das ist wie, wer ist das da? He looks like someone from your distant past. But you just can't put your finger on him. Good thing, too. That's Jordan Lee. He's here frequently, and they say he shot a man in Reno just to watch him die. Curiously, in Florida, Arizona, and Montana, just to watch him die is a valid legal defense against homicide. Hey, loser! Wanna go get into some serious fucking trouble? Hey! No! That's a shame. I know some major going down tonight. It's gonna be awesome. That sounds boss. No, it doesn't. Der Sprecher immer. The gentleman filling his face is Tom King, a regular at Lefty's and the kind of guy you love to have with you at the movies, so you don't have to talk to him for 2 hours. Looking at me? Can't blame you, actually. I got that handsome roguish look. It's a curse. But hey, you know what I mean, right? Of course I do. Yeah, I'm sure you know lots of handsome guys in my situation. So, und wer ist der Letzte da? This international bon vivant, François de Keet, is one of Lefty's big investors. And being from Europe, he's extremely cool. Wow, you're cool! I know, right? It's almost too cool how cool I am, n'est-ce pas? Ooh, and you speak Klingon, too! No, I don't think so. I resent your chiseled features, your height, and your easygoing, laid-back demeanor. Can I have your life? No, I have too much cool to fit into that little body. Und der Barman? He appears to be perverted, twisted, and sick. You instantly take a liking to him.